Hi, heute zeige ich euch kurz die drei ECM-Sutschubladen, passend zu den Mühlen. Da wir gerade mit Mühlenvideos anfangen, ist das eigentlich ganz passend. Hier haben wir die schmalste Variante. Das ist die Slim. Die ist auch rausgekommen zur ECM Slim. Schmale Schublade, ordentlich Tiefe, ein Abschlag mit Metallkern und auch sehr dickem Gummi. Daher eigentlich sehr angenehm vom Geräusch das Ganze. Vorne ordentlich umgekantet, deswegen stehen die Mühlen sehr fest auf dieser Schublade. Neu im Sortiment ist diese hier, liegt 20 Euro drüber, ähnlich gebaut von diesem Stab her, wieder ein starker Metallkern, dickes Gummi, vorne ordentlich umgekantet mit einem Metallgriff vorne. Den kann man tauschen gegen einen Holzgriff in Olive, passend zu den Filterträgern, Siebträgern, Tempern, die ECM ja auch alle in Olivenholz anbietet. Dann haben wir noch die älteste Schublade, das ist diese hier. Die ist aus der Zeit, wo Schubladen einfach dieses Maß hatten und eigentlich viel größer waren als die Mühlen. Bei der ist allerdings noch zu beobachten, dass die hier nicht ganz so fest ist und dadurch die Mühle auch mal leicht wackelt. Wenn man gegen die Mühle drückt, ist da Bewegung drin. Deswegen finden wir eigentlich die kleinen Varianten erheblich besser von ECM als die große hier. Mittlerweile auch recht selten genommen. Die Schublade. Vom Lärm her sind sie ähnlich, aber auch da ist die große, wenn ich hier mal vorsichtig klopfe, hat die einfach einen größeren Körper und das klingt ein bisschen anders. Da sind die kleinen etwas leiser, das kann aber auch einfach an dem Grundkörper hängen. Und es hat damit zu tun, was ihr für einen Schrank darunter habt. Wenn ihr da einen Holzschrank und eine Holzarbeitsplatte habt, ist das viel lauter als mit einer schweren Steinarbeitsplatte, dann ist es nicht so eine Trommel, auf die ihr schlagt insgesamt. Alle ordentlich gebaut. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ordentlich verarbeitet sind sie alle. Danke.